Hallo, hallo. Ich starte liegend in Woche 35. Nee, Schmarrn, ich ruhe mich jetzt gerade aus, weil ich heute schon wieder so viel geputzt habe. Ich habe wieder Schränke umgeräumt. Ich bin quasi, ich hatte so Montag früh, ich so, okay, ich scanne jetzt alle Zimmer durch. Bin durch alle Zimmer durchgelaufen, habe mir eine Liste gemacht, was ich noch alles machen will. Und die größte Aufgabe für mich heute war jetzt den Balkon. Ich habe ja so Pflanzensetzdinge angesetzt gehabt und die waren jetzt soweit. Und dann habe ich die umgetopft hier in diese Dinger. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es soweit, jetzt putze ich den Balkon, weil da waren natürlich so Pollen und Laub und alles noch drauf. Und ja, dann habe ich erst gekehrt, dann gesaugt und dann habe ich alles gewischt, inklusive der Holzbänke und Tische und alles. Und es war natürlich so viel Zeug drauf, mehrfach getauscht, dann habe ich noch die Fenster geputzt und jetzt habe ich halt den Balkon voll schön hergerichtet und jetzt mache ich auch tatsächlich eine Pause, weil mir gerade alles weh tut. Aber ich zeige es euch mal. So, es ist meine Perspektive gerade, ja. Füße, Luisa. Und hier ist es jetzt schön. Das ist halt jetzt alles schön, schön sauber und weitestgehend pollenfrei und meine Pflanzen wachsen. Es ist kein riesiger Balkon, aber es ist echt schön, um eben mal draußen zu sitzen und ja, einfach eine Runde irgendwie hier zum Beispiel Aperitivo. Jetzt habe ich natürlich hier Wasser mit zuckerfreiem Holundersirup und Zitrone. Auch das Fenster sieht jetzt echt wieder sauber aus. Jetzt müsste ich es nur noch von innen putzen, aber one step at a time. Auf jeden Fall bin ich jetzt echt schon happy hier oben. Boah. Schlafzimmer ist clear, da ist nichts mehr. Bad auch. Kleiderschrank auch. Gästeklo auch. Luisas Zimmer sowieso. Da sind nur Bastelsachen noch. Mal schauen, ob ich heute noch eben schaffe, ihren Betthimmel fertig zu machen. Na. Wohnzimmer unten ist so lala, da sind ein paar Sachen zu machen. Ah ja, und im Garten draußen habe ich natürlich auch noch weitergemacht. Da habe ich jetzt auch noch ein paar von den Setzlingen draußen hingesetzt, das Beet wieder auf Vordermann gebracht. Ja, wird langsam, ne? Hoffentlich habe ich noch 6 Wochen, um es zu genießen. Hey ihr Lieben, ich bin mal wieder auf dem Weg zu meiner Ärztin. Heute ist wieder CTG-Kontrolle. Ich habe ja jetzt nur noch alle 4 Wochen bei der Frauenärztin Vorsorge, weil ich ja dazwischen die Vorsorge mit der Hebamme im Wechsel machen lasse. Aber ich freue mich jetzt auch darauf, Luisa mal wieder sehen zu lassen und ich hoffe, ich kriege ein Geburtsschätzgewicht. Ich werde auf jeden Fall fragen. Ansonsten bin ich seit heute Morgen ganz minimal erkältet. Meine Nase läuft. Ich habe natürlich gleich einen Corona-Test gemacht. Ich bin ja eine verantwortungsvolle Person. Ist aber natürlich nichts, weil es gibt auch andere Gründe für laufende Nasen. Und Markus hatte jetzt auch gerade mehrere Tage eine leichte Erkältung. Insofern weiß ich, wo ich sie her habe. Er sagt auch, naja, es tut ihm schrecklich leid. Das ist ziemlich eindeutig. Ja. Oh, Baustelle. Naja, ich erzähle euch später weiter nach dem Termin, wie es so war. Beim CTG selber wollte ich nicht mit Ton filmen, um die anderen Kabinen, die Damen nicht zu stören, die da neben mir ihr CTG bekommen. Deswegen habe ich quasi ohne Ton gefilmt und dachte, ich erkläre euch jetzt mal, ihr seht hier ihre Herzrate, 156, die ist sehr, sehr schön hoch. Letztes Mal war sie ein bisschen niedriger, sie ist auch manchmal ein bisschen hoch und mal ein bisschen runtergegangen. Wehentätigkeit hat man keine gesehen und ja, ansonsten sehr, dass sie ein sehr, sehr aktives Kind ist. So, nach dem CTG war ich natürlich auch nochmal zum Ultraschall drin, habe auch nochmal mit meiner Ärztin gesprochen. Die hat natürlich auch nochmal Blutwerte abgenommen, Gewicht wurde wieder gemessen. Ich hatte ja die Waage bei meiner Frauenärztin, weil die mich immer viel, viel schwerer macht als meine eigene. Ist aber ja auch kein Wunder, weil ich habe ja dann immer schon gegessen und außerdem Kleidung an und Schuhe und alles, aber ist trotzdem immer. Aber egal, also das Wichtige ist erstmal, auch im Ultraschall sah alles richtig, richtig gut aus und sie hat auch nochmal einen größeren gemacht und ausgemessen. Also Gebärmutterhals hat sie erst angeguckt, super lang, geschlossen, fest, keinerlei Frühgeburtsbestrebungen. Und dann hat sie eben über die Bauchdecke nochmal geschallt und hat diesmal die Größe und das Gewicht von Luisa anhand des Bauchumfangs, und Oberschenkelknochen. Der Oberschenkelknochen war ja letztes Mal schon sehr lange, da hatte sie allerdings noch den Kopfumfang als zweiten Maß genommen und diesmal hat sie eben den Bauchumfang genommen. Ja, und ich habe immer gesagt, Luisa ist so eine zarte Maus. Ja, jetzt ist sie ein halber Wonneproppen. Jetzt war sie plötzlich auf der 71. Perzentile. Nicht mehr hier wie letztes Mal, wo es gemessen wurde, 41. Ich meine, das Gerät schätzt immer ein paar Tage falsch, weil es irgendwie einen falschen Konzeptionszeitpunkt drin hat. Der ist ja bei der XC-Nummer sehr festgelegt.
Insofern war es wahrscheinlich nicht die 71., sondern die 69. Perzentile. Aber also rein, also sie ist jetzt auch nicht übermäßig groß, aber sie schwankt halt wirklich immer um die Mitte rum. Am Anfang war es beim Pränataldiagnostiker, war sie ja mal genau auf der 50. Also insofern, man kann jetzt sagen, sie wird ein ziemlich normales Kind, aber sie hat auf jeden Fall einen Wachstumsschub gemacht und ich sehe den auch, weil mein Bauch jetzt auch wirklich, ja, jetzt ist er sichtbar. Wird ja auch mal langsam Zeit, ne? So lange ist es ja nicht mehr hin. Aber ja, auf jeden Fall, ja, es geht ja sehr gut. Da sie ein, zwei Dezelerationen, also Absenkungen in der Herzfrequenz gesehen hat, da hat zwar Luisa immer getreten zu dem Zeitpunkt, hat sie aber auch gesagt, sie möchte es gern kontrollieren und bei ihnen in der Praxis ist es Standard, dass eigentlich jede Woche ein CTG geschrieben wird ab der 35. Woche. Das ist sehr, sehr vorsichtig. Deswegen hat sie gebeten, ob ich doch noch zusätzliche Termine machen kann. Und natürlich mache ich das dann auch, selbstverständlich. Das darf ich immer noch im Wechsel mit der Hebamme machen, weil die auch CTGs schreiben kann. Aber nächste Woche werde ich auf jeden Fall nochmal bei der Ärztin sein, weil ich erst einen Hebammentermin in 3 Wochen habe. Und dann habe ich quasi einmal dazwischen nochmal ein CTG. Dann bei der Hebamme, da wird ab jetzt auch eins gemacht. Und dann, ja, bin ich halt ab jetzt wöchentlich zur Kontrolle. Schließlich ist es ja auch meine wichtigste Aufgabe, jetzt dafür zu sorgen, dass man wirklich nichts übersieht. Aber ich kann euch sagen, die kleine Maus ist so aktiv. Der geht's gut. Der geht's gut. Und wenn's Baby Maus gut geht, geht's Baby Mama gut. So, wir haben uns gedacht, was machen wir mal wieder am Freitag, am ersten Tag von unserem Wochenende? Möbelhaus. Dachten, wir gucken mal nur nach dem Couchtisch. Quintessenz. Wir haben einen Couchtisch gekauft und er hat 1000 Euro gekostet. Wir haben einen scheiß teuren Couchtisch. Aber er ist richtig gut. Ich blende ihn euch mal ins Bild ein. Oben habe ich nicht gefilmt. Der ist halt verstellbar und wir wollten einen, an dem Markus arbeiten kann. Und ja, unser Couchtisch, eigentlich wollte ich ihn seit 2 Jahren austauschen. Aber jetzt haben wir einen Couchtisch gekauft. Ging dann schneller als gedacht. War eben auch sehr viel teurer als gedacht, aber gut, jetzt muss ich nur Markus noch in der Bilderrahmenabteilung einfangen. Und dann gehen wir noch rüber zu Ikea, Kleinkram holen. Wie immer, es gibt immer noch was, was man braucht. Man ist nie fertig. Guck mal, Leute, wie schön dieser kleine Wickeltisch und Stillraum bei Ikea ist. Das verblüfft mich jetzt voll, dass sie das so liebevoll eingerichtet haben. Und ja, das heißt, wir sind jetzt weiter. Haben jetzt gerade wieder gegessen, Plantbullar. Und jetzt geht's durch die Möbelausstattung. Also eigentlich wollen wir nur den Schreibtischstuhl anschauen und danach gehen wir runter, sortieren und organisieren. Guck mal, Leute, Markus hat das zweite Wandregal montiert. Eigentlich denke ich mir, Kerzen mit Abstand, hätten wir sie ein bisschen tiefer hängen sollen. Leiter steht noch rum. Aber da kommt jetzt noch so ein bisschen Dekokram drauf und dann sieht das doch eigentlich auch ganz gut aus. Bei Ikea habe ich neue Türhaken mitgenommen. Ja, also so langsam ist das Zimmer echt fertig. So, Leute, ich komme aus der Badewanne gerade. Und es ist Zeit für meine allerletzte Fragminspritze. Fühlt sich super seltsam an, aber irgendwie auch ziemlich cool. Ein bisschen Schiss habe ich irgendwie, dass ihr jetzt plötzlich doch noch was passiert ohne die Gerinnungshemmer. Aber eigentlich fühlt sich's einfach an wie ein Milestone. Weil ab 36. Schwangerschaftswoche soll ich nicht mehr. Und das ist morgen. Es ist eigentlich schon cool, oder? Aber ein bisschen Angst ist auch dabei. Ich hau sie mir jetzt rein. Allerletzte. Ja, sind noch einige blaue Flecke da, aber ich bin immer besser geworden. So. Irgendwo hier kommt die letzte hin. Das war's. Geschafft.